Hallo, einen schönen guten Abend. Ich habe hier einen Ventilator, einen Ofenventilator. Der wird auf den Kamin raufgestellt, auf einen richtig normalen befeuerten Kamin, einer mit Holz betrieben und Kohle. Da nimmt er Wärme auf, wandelt diese empfangene Wärme um in kinetische Energie, also in Bewegungsenergie, über diesen kleinen Motor, der sich durch die Wärme eben bedient. Da braucht man keine Batterien reinmachen, keinen Strom anschließen, nichts. Er bedient sich wirklich über die Wärme, die er empfängt, und dann geht der Motor an und bewegt die Rotorblätter. Laut Händlerbeschreibung sind wohl 4 Rotorblätter optimal, 3 wären zu wenig, erzeugen nicht genug verwirbelte warme Luft, und mehr als 4 sind wieder zu schwergängig für den Motor, sodass es zum frühzeitigen Verschleiß kommt. Also 4 sollen wohl optimal sein. Das Gestell hier hinter ist wie so ein kleines Häuschen gearbeitet. Hier wird die Wärme überall durchgeleitet und aufgenommen, um sie umzuwandeln. Und dieses trägt einfach nur dazu bei, dass diese ganze warme Luft vom Ofenrohr, ja, das vom Ofenrohr ist es ja eigentlich nicht die aufsteigende Wärme, sondern die vom Ofenrohr abstrahlt, dass die besser verteilt wird im ganzen Raum. Ansonsten würde warme Luft hat ja eine andere Dichte als kalte Luft, und darum steigt warme Luft immer nach oben. Ja, deshalb ist es oft in den Wohnungen fußkalt, aber oben an der Decke ist es warm. Stellt man sich hin, empfängt man Wärme, setzt man sich hin, fühlt man Kälte. Das ist oft so, habe ich schon oft erlebt und auch schon öfter gehört. Ja, es hat eine ganz, ganz einfache physikalische Erklärung. Die warme Luft hat eine andere Dichte und steigt deshalb immer nach oben. Und dieser Ventilator sorgt dafür, dass sie auch ein bisschen im Raum verteilt wird, dass sie verwirbelt wird, und dadurch heizt sich der Raum auch besser auf. Hier ist noch ein kleines Werkzeug mit dabei. Wofür man das braucht, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Ach, wahrscheinlich um das hier abzuschrauben. Wozu das nun wieder sein muss, weiß ich ebenfalls nicht. Aber ist ja auch egal. Ich habe jedenfalls festgestellt, dass hier nirgendwo ein Magnetismus vorhanden ist. Das ist alles nicht magnetisch, bis auf das. Das ist richtig doll magnetisch. Das ganze Gerät, das ja relativ schwer ist, hält an meinem kleinen Küchenmagnet. Und warum das jetzt so ist, ob man da irgendwo was gegenstellen kann, weiß ich nicht. Vielleicht ist hier in der Beschreibung irgendwas dazu. Ich hatte mir eben schon die Händlerseite gründlichst angesehen, aber ich habe nirgends gesehen, dass dieser Ventilator direkt am Rohr angebracht wird. Das würde das nämlich erklären. Das Rohr ist, glaube ich, auch magnetisch. Und wenn man es dann ranstellt, würde das daran halten. Ja, es muss ja magnetisch sein. Wir haben ja ein Ofenthermometer dran am Rohr, und das hält ja auch über ein Magnet. Also wahrscheinlich wäre das dann so eine Option. Aber ob das wirklich anzuraten ist, wenn es nicht zu heiß werden darf. Die ideale Temperatur für dieses Gerät liegt bei 250 Grad. Tolerieren tut es bis 350 Grad, dann wird es aber schon eng. Da durch diese Überhitzung, es hat zwar einen Überhitzungsschutz, aber durch diese hohe Hitze könnte der Motor wirklich kaputt gehen, und deswegen sollte man das nicht unbedingt ausgeizen. So, das war's von mir. Ich wollte es euch einfach mal gezeigt haben. Ich finde den ganz niedlich. Hier hat er noch ein Henkelchen, kann man ihn noch durch die Stube tragen. Nein, Scherz. Dafür ist er nicht gedacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt schön gesund und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.